They say the stock market will boom if I'm elected. If he's elected, the stock market will crash. Okay. Aussagen wie diese haben wir alle schon gehört. Aber stimmt das wirklich? Entscheidet die Politik wirklich, ob der Aktienmarkt crasht? Und hat die Politik einen Einfluss darauf, wie es am Aktienmarkt abläuft? Das werden wir heute untersuchen. Los geht's. Viele Politiker sagen gerne aus, dass sie die Wirtschaft stärken werden und dass es mehr Jobs geben wird und dadurch auch der Aktienmarkt steigen wird und es hier deutlich besser aussehen wird. Aber ist das überhaupt möglich? Können Politiker Einfluss darauf nehmen, wie es am Aktienmarkt abläuft? Und inwiefern nutzen Politiker ihre Insider-Informationen dafür aus, um mehr Geld am Aktienmarkt zu machen als alle anderen? Wir schauen uns heute erstmal eine wichtige Sache an, und zwar, ob es einen Unterschied gibt zwischen rechts und links. Wir schauen uns das Ganze hier am Nasdaq an. Das heißt, wir werden uns ansehen, wer sorgt denn hier für größere Anstiege? Sind es die Demokraten? Sind es die Republikaner? Und selbstverständlich schauen wir uns auch an, ob das Ganze einen Unterschied macht im Bereich Deutschland-USA. Ob das Ganze in Deutschland vielleicht anders aussieht und in Deutschland tatsächlich es davon abhängt, wer an der Macht ist. Zunächst einmal beginnen wir mit einem interessanten Beispiel. Und dieses Beispiel ist das Beispiel von George W. Bush. Wir sehen, hier wurde er gewählt. Inauguration heißt nichts anderes als Amtsantritt und Election bedeutet der Zeitpunkt, wo er gewählt wurde. Und wir schauen uns an, beim Amtsantritt verkaufte der Kurs direkt mal sehr stark ab. Und das hatte noch nichts mit den Ereignissen von 9/11 zu tun. Wir sehen, das Ganze geschah vor 9/11 und wir können hier sehen, es gab deutliche Abverkäufe damals im Nasdaq. Wichtig ist, wie lief es in der gesamten Periode seiner Amtszeit. Und wir sehen auch hier, 46% verlor der Kurs an Wert. Und das ist eigentlich interessant zu beobachten, denn die Republikaner sagen immer, sie würden dafür sorgen, dass die Aktienmärkte bzw. auch generell die Wirtschaft massiv gewinnen würde. Wir können hier ganz klar beobachten, das Ganze stimmt nicht so überein. Das hat hier nichts mit Meinung zu tun. Wir schauen uns hier rein die Faktenlage an und wir schauen uns direkt mal die nächste Amtszeit an. Das war auch wieder Bush. Und wir sehen, auch hier verkaufte der Aktienmarkt stark ab um rund 30%. Das heißt, wir können beobachten, dass zur gesamten Amtszeit in den 8 Jahren, wo Bush Präsident der USA war, hier 54% des Aktienmarktes abverkauft sind am Nasdaq. Und das sorgte ganz einfach dafür, dass der Nasdaq im Preis um die Hälfte abgefallen ist. Das hört sich natürlich jetzt viel an und deshalb schauen wir uns direkt mal an, wie es denn auf demokratischer Seite aussah. Wir können sehen, in der ersten Amtszeit von Obama stieg der Preis am Aktienmarkt um rund 132%. Wir können also beobachten, der Markt stieg an, obwohl es kein klassischer wirtschaftlich starker Politiker war. Könnte das vielleicht bedeuten, dass hier keine Korrelation besteht zwischen dem, was die Politiker machen und was der Aktienmarkt macht? Wir müssen uns das Ganze weiter anschauen und können deshalb erkennen, dass auch in der zweiten Amtszeit von Obama hier der Aktienmarkt nach oben ging. Doch wie sah das Ganze beispielsweise unter Donald Trump aus, der ja immer damit wirbt, wie stark er für die Wirtschaft ist und wie stark er sich dafür einsetzt, dass der Aktienmarkt steigt? Und wir erkennen hier in der Periode von Trump stieg der Aktienmarkt um 171%. Auch wenn wir hier starke Abverkäufe während der Corona-Zeit hatten, stieg der Preis im Nasdaq um 171% während der Amtszeit von Trump an. Doch wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Rest aus? Was passierte aus der Aussage von Trump? Fiel der Kurs tatsächlich ab und crashte der Aktienmarkt, als Joe Biden gewählt wurde? Nach Joe Bidens Beginn der Amtszeit im Januar 2021 lief es erstmal nach oben an, um rund 25% und dann verkaufte der Preis ab und das schon bevor wir überhaupt den Ukraine-Krieg bekamen. Das heißt, bereits Monate bevor der Ukraine-Krieg eintrat, hatten wir bereits fallende Kurse und diese Kurse verkauften natürlich beträchtlich ab. Wenn man sich anschaut, fiel der Kurs bereits um 38%. Das machte dennoch nichts am Gesamtresümee aus. Der Preis des Nasdaq stieg in der Amtszeit von Joe Biden um 30%. Und das, obwohl wir sehr, sehr viele schlechte Ereignisse während dieser Amtszeit gesehen haben und auch sehr viele Fehltritte von dem US-Präsidenten erkennen konnten. Der Preis konnte es sogar schaffen, neue Allzeithöchststände auszubauen mit über 18.000. Nun können wir zu dem Fazit kommen, es macht also keinen Unterschied aus, ob Republikaner oder Demokraten an der Macht sind, denn egal was passiert, der Aktienmarkt steigt grundsätzlich in den vergangenen 50 Jahren sehr, sehr stark an und das macht nicht wirklich einen Unterschied. Wir können hier keine klare Tendenz entdecken, auch wenn während der Amtszeit von Bush es beispielsweise eher bergab ging, können wir nicht wirklich
eine Tendenz erkennen, ob rechte Politiker dafür sorgen, dass der Aktienmarkt stärker ansteigt oder ob Linke dafür sorgen, dass der Aktienmarkt fällt. Und was auch wichtig ist, es hat nicht unbedingt etwas mit Joe Biden zu tun, dass hier der Aktienmarkt über einen längeren Zeitraum gecrashed ist. Das Ganze hat eher mit anderen Dingen zu tun. Doch wie sieht es denn hier beispielsweise in Deutschland aus? Nachdem die Ampel dafür bekannt ist, nicht wirklich positiven Einfluss auf Deutschland genommen zu haben und auch deutlich ihre Politik kritisiert wird und viele Menschen Abstand von der Ampel nehmen, können wir hier erkennen, dass der Aktienmarkt seit der Wahl 2021 nicht wirklich gecrashed ist. Im Gegenteil, wir hatten zwar hier auch diese Abverkäufe, die natürlich parallel zum Nasdaq gelaufen sind, aber wenn man sich anschaut, dass seit 2021 im Dezember die Ampelregierung an der Macht ist, können wir auch hier erkennen, der Preis stieg um rund 8-10% an. Also können wir auch hier davon ausgehen, dass es nicht wirklich einen Einfluss genommen hat, denn der DAX steht hier auf den Allzeithöchstständen aktuell, beziehungsweise läuft um die Allzeithöchststände. Also bedeutet, auch hier hat die Politik nicht wirklich einen Einfluss genommen. Zwar gab es in den Jahren zuvor mehr Wirtschaftswachstum, aber das liegt nicht unbedingt daran, welche Parteien an der Macht waren. Also wir können hier auf jeden Fall festhalten, die Politik entscheidet hier schon mal nicht, was der Aktienmarkt macht. Jetzt müssen wir noch eine Sache verstehen und das ist, glaube ich, auch das viel Wichtigere und Interessantere. Und zwar profitieren Politiker von dem, was sie an Informationen erhalten und an den Details, die sie als einzige zur Verfügung haben? Dafür müssen wir uns verschiedene Dinge anschauen. Zunächst einmal gibt es natürlich einige Politiker, die mehr am Aktienmarkt investiert sind, beziehungsweise mehr Aktien handeln und andere, die sich nicht so damit beschäftigen. Wir sehen zum Beispiel, manche Politiker wollen gar nichts mit Aktien zu tun haben, wie zum Beispiel Olaf Scholz. Er setzt hier eher auf die Zinsen von der Bank. Wie legen Sie Ihr Geld an? Ich mache das, was einem kein Anlageberater empfiehlt. Ich lege mein Geld nur auf einem Sparbuch, also sogar auf ein Girokonto an. Und da kriegt es, wie bei allen anderen, keine Zinsen. Aber was ist denn mit den Politikern, die wirklich hier in Aktien investieren? Wir können das Ganze sehr interessant in der USA mitverfolgen auf der Seite Capital Trades. Wir können hier beispielsweise eine Politikerin erkennen, die hier sehr viel am Aktienmarkt handelt. Wir sehen nur, diese eine Person hat hier 64 Trades genommen in den letzten 3 Jahren und davon ein Volumen von 55,7 Millionen. Das hört sich jetzt erstmal noch nicht so relevant an, aber man muss sich hier eine Sache verbildlichen. Diese Person ist Nancy Pelosi. 2018 hatte sie ein Vermögen von rund 120 Millionen und dieses stieg auf 290 Millionen bis ins Jahr 2023. Das heißt, sie scheint ja sehr viel Geld zu verdienen. Man könnte jetzt sagen, möglicherweise verdient sie einfach so viel in ihrem Job, weil sie eine hochrangige Politikerin ist. Aber wir können hier erkennen, ihr Gehalt liegt vermutlich nur bei rund 200.000 US-Dollar im Jahr. Das heißt, sie hätte auf keinen Fall nur mit ihrem Gehalt so viel Geld verdienen können. Jetzt ist natürlich interessant, wieso kauft sie so ein und wieso scheint sie sehr erfolgreich zu sein mit ihrem Aktienhandel. Es wurde auch hier oft schon vermutet, dass sie sogenannte Insider-Informationen dafür verwendet, um mehr Geld am Aktienmarkt zu verdienen. Das Ganze kann natürlich schwer nur belegt werden, denn rein theoretisch kann man natürlich auch den Chart analysieren und aufgrund dessen handeln, wie zum Beispiel wir es tun. Wir nutzen dafür die Elliott-Wellen-Methodik, um den Chart zu analysieren und können hier auch relativ präzise Prognosen feststellen. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass es sich hier um Insider-Trading handelt, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass zumindest ein gewisser Einfluss von Informationen, die niemand anderes so Zugang hat, hier genutzt werden. Denn wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand, der einfach nichts mit dem Ganzen zu tun hat, weil er gar keine Zeit dafür hat, aufgrund seiner politischen Veranlagungen überhaupt hier so gut im Aktienmarkt zurechtfindet. Vermutlich wird das Ganze hier ein Mix aus Insider-Informationen sein, aber natürlich auch, und das darf man auf keinen Fall vergessen, kann man einfach die Chart-Analytik zum Vorteil nutzen und könnte damit auch in der Theorie viel Geld verdienen. Denn wir gehen hier beispielsweise davon aus, dass der Aktienmarkt grundsätzlich in verschiedenen Grundbewegungen abläuft, die sich hier als Wellen klassifizieren lassen. Das heißt, wir treffen unsere Prognosen anhand dieser Wellen und die sind auch unabhängig von Nachrichten. Das heißt, diese Wellen finden statt, die Nachrichten katalysieren das Ganze. Nur beispielsweise hätten wir hier eine Zielbox für diese Welle 2 gehabt, die hätte man damals auch schon einzeichnen können. Wo ist der Preis hingelaufen? Genau in diese Zielbox. Das heißt, das Ganze ist nur ein Beispiel dafür, aber was man sich auf jeden Fall hier im Kopf behalten muss, ist, die Politiker können auch einfach Analysten einstellen und das Ganze hier so handhaben. Das heißt, es muss sich hier nicht unbedingt um Insider-Trading handeln. Doch was ist nun das Fazit?
kann die Politik überhaupt den Aktienmarkt beeinflussen? Grundlegend können natürlich gewisse Ereignisse wie Gesetzeserlassungen oder sonstige Dinge wie ein Krieg dafür sorgen, dass der Preis zwar weiter in eine Richtung abläuft und auch schneller in eine Richtung abläuft. Zum Beispiel haben wir das Ganze bei den Corona-Maßnahmen gesehen. Hier ist der Preis sehr rasant abgefallen und hier auch direkt um 40%. Das hört sich natürlich jetzt sehr viel an, aber der Preis ist auch wieder hochgekommen. Auch hier während des Krieges ist er um 25% abgefallen. Also, politische Ereignisse können zwar dafür sorgen, dass der Aktienmarkt kurzzeitig abfällt, aber nicht außerhalb der Bewegungen, die er sowieso gegangen wäre. Wir gehen hier davon aus, dass man alle diese Bewegungen vorher prognostizieren kann. Zwar kann man die Ereignisse nicht vorhersagen, aber die Bewegungen. Von daher ist es nicht wirklich relevant, welche Partei an der Macht ist. Wir sehen ja zum Beispiel, unter der Ampelpolitik hatten wir jetzt in Deutschland negatives Wirtschaftswachstum, was ja eigentlich dafür deuten würde, dass wir hier Abverkäufe gesehen haben und dass der DAX nicht so hoch steht. Und dennoch steht der DAX auf 9 Allzeithöchstständen. Das heißt, gewisse Unternehmen sind einfach unabhängig von dem, was in der Politik passiert. Wenn ihr euch generell für den Aktienmarkt interessiert, aber nicht gerne Geld verlieren wollt, dann könnt ihr mal gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung bei unserem Patreon vorbeischauen. Dort analysieren wir Charts, wie zum Beispiel den DAX, aber auch andere Werte wöchentlich. Dort könnt ihr euch die Werte wünschen, die euch schon immer interessiert haben, und erhaltet dann unsere Analyseideen dazu. Vielen Dank.